Heute zu Gast sind reingeschaut Helgi Schmid. Mit ihm habe ich über seinen neuen Film Immer der Nase nach, die finale Staffel Pastewka und Verrückte Vereine gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in reingeschaut. Hier ist reingeschaut. Mein Name ist Marc Linden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute ist Schauspieler Helgi Schmid zu Gast im Podcast, der mir im Interview einen ziemlich coolen Trick verraten hat, wie er Zugang zu seinen Rollen findet. Außerdem habe ich seine Fähigkeit getestet, Realität und Fiktion voneinander zu unterscheiden. Dazu aber später mehr. Denn davor möchte ich mit euch auf die Biografie des Schauspielers schauen. Als allererstes erzähle ich euch aber etwas über sein neuestes Projekt. Und zwar über den Film Immer der Nase nach. Im Mittelpunkt der ZDF-Produktion steht die von Claudia Michaelsen gespielte Schaufenstergestalterin Tanja, bei der es gerade alles andere als rund läuft. Sie bekommt kaum noch Aufträge rein und ihre Tochter zieht das erste Mal von zu Hause aus. Währenddessen findet ihr Ex-Mann schon die nächste große Liebe, was Tanja natürlich auch nicht gerade bessere Laune beschert. Kurz gesagt, Tanja befindet sich mit Anfang 50 in einer handfesten Midlife-Crisis. Neue Impulse scheinen durch zwei zufällige Bekanntschaften in Tanjas Leben zu gelangen. Der wäre zum einen Aleph, ein Digital Native, die Tanja zeigt, dass es neben Pappmaché heutzutage auch digitale Wege gibt, Geschäfte zu präsentieren. Außerdem trifft sie auf Nick, der sie durch seine außergewöhnliche Lebensanstellung auf ganz neue Gedanken bringt. Immer der Nase nach ist keine typische Feelgood-Komödie über die Midlife-Crisis. Er ist eine gelungene Bestandsaufnahme einer Phase im Leben, die für manche Menschen echt hart und schwierig sein kann. Man hat es geschafft, genau das glaubhaft auf den Bildschirm zu bringen, ohne den verlockenden Fehler zu machen, typische Klischees in mittelmäßige Gags umzuwandeln. Das hippe Berlin, die Betonung liegt hier auf hip, platzt aus jeder Ecke des Filmes. Für mich viel zu viel Hauptstadt, so viel, dass es fast schon befremdlich wirkt. Das sei aber nur am Rande angemerkt. Der Film schafft es, das Thema Midlife Crisis so zu präsentieren, dass sich jede Altersklasse etwas aus den 90 Minuten mitnehmen kann. Und das ist nicht selbstverständlich. Immer der Nase nach ist also ein ziemlich interessantes Projekt. Und was Helgi Schmid sonst aus seiner Karriere gemacht hat, das erzähle ich euch jetzt. Ab 2009 gehörte Helgi Schmid 3 Jahre lang zum Ensemble des Theaters Freiburgs. Gleichzeitig gelang dem gebürtigen Darmstädter der Durchbruch vor der Kamera. In der Fernsehkomödie All You Need Is Love, Meine Schwiegertochter ist ein Mann, in welche er einer der Hauptrollen übernahm. 2011 sah man ihn dann im Frankfurter Tatort, worauf 2 weitere Auftritte in der beliebten Sonntagabendreihe folgten. Krimi-Fans konnten ihn unter anderem 2015 im Grimme-Preis nominierten Film Ein Mord mit Aussicht bewundern. 2 Jahre später war er dann über 4 Staffeln lang in der Serie Professor T zu sehen. Dort spielte er an der Seite von Lucy Heinz und Matthias Matschke den Ermittler Daniel Winter. Mit letzterem spielte er auch 2020 in der finalen Staffel von Pastewka. Dieses Jahr war er unter anderem schon in Einem Sommer in Antwerpen zu sehen und jetzt als Weltenbummler Nick in Immer der Nase nach. Hallo Helgi, schön, dass du da bist. Und genauso freue ich mich, dass wir bald endlich alle Immer der Nase nach sehen können. Und ich konnte ihn tatsächlich schon sehen und muss sagen, er hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein bisschen so ein Film, der nachwirken muss, oder? Hatte ich das Gefühl. Ja, voll. Finde ich auch. Ich hatte auch das Glück, dass ich ihn schon sehen konnte. Das ist ja immer irgendwie wichtig. Das eine ist es, die Dreharbeiten zu erleben. Das andere ist es, dann den geschnittenen Film zu sehen und wie das dann alles, ob das alles aufgeht, was man da gemacht hat und was die Kollegen gemacht haben und sich die Regie gedacht hat. Und bei dem Film habe ich das Gefühl, ist das sehr, sehr gut aufgegangen. Beziehungsweise da sind Dinge entstanden, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, die so gar nicht im Drehbuch drin standen und die dann das Gleiche hervorgerufen haben, wie du das jetzt vielleicht auch gerade beschrieben hast, Ja. dass man so danach grübelt oder im Nachhinein noch so beeindruckt ist davon. Also Ich sehr finde, das schöner ist immer ein Film. gutes Zeichen, wenn man noch auf dem Sofa irgendwie sitzt nach dem Film und irgendwie noch so 10 Minuten irgendwie ja über den Film mal nachdenkt, dann erfährt man den Film noch mal ganz anders. Und das ist auf jeden Fall gelungen. Und im Film spielst du die Rolle von Nick. Wie würdest du die Rolle beschreiben, wenn du das jetzt jemandem Fremden erklären müsstest? Der Nick ist einer, der sehr mit sich im Reinen ist, der anders als die anderen Figuren in diesem Film etwas hat, was die anderen vielleicht suchen, nämlich so im Hier und Jetzt zu leben, mit sich irgendwie im Reinen zu sein, offen und neugierig zu sein und sich nicht irgendwie zu vergraben unter den ganzen Problemen, die alle anderen Figuren haben, so. Dass es dann nicht ganz so ist, finden wir dann später auch raus, aber erstmal macht der Nick diesen Eindruck, dass der ganz so ganz im Hier und Jetzt lebt und zufrieden und glücklich ist. Ja, das sind alles auch irgendwie positive Eigenschaften, die er mit sich bringt. Nimmst du vielleicht was aus der Rolle oder aus Rollen insgesamt manchmal mit? Ich meine, du beschäftigst dich ja auch mit den Rollen und wenn du sagst, hey, Ja. das ist irgendwie ganz cool, dass er das macht, sei es jetzt eine Redewendung
Oder vielleicht irgendein Mindset, dass du sagst, hey, das nehme ich mir auch ins Private mit rein. Das ist natürlich total schön, wenn man so eine Rolle spielt, die so ein positives Mindset hat, ne? Und dann übernimmt man gerne bestimmte Dinge, beziehungsweise ist es einfach, also für mich ist es immer schön, wenn ich morgens zum Dreh fahre und weiß, okay, ich darf jetzt gute Laune haben. Also na klar, auch wenn ich eine Figur spiele, die schlechte Laune hat, heißt das nicht, dass ich den ganzen Tag schlechte Laune haben muss. Aber wenn man jemanden spielt, der per se erstmal irgendwie gute Laune hat und irgendwie mit sich im Reinen ist, dann versuche ich natürlich auch als Schauspieler das so für mich mitzunehmen und dann so auch den Tag zu starten. Und das ist erstmal was sehr Schönes. Im Gegensatz dazu, wenn man eine Figur spielt, die irgendwie ein krasses Trauma hat oder so, dann versucht man natürlich nicht irgendwie da sich vorher so viel Quatsch zu machen oder sowas, sondern sich echt eher zu konzentrieren und ruhig und bei sich zu sein. Und insofern hat es sehr, sehr gut getan, die Figur zu spielen. Und ja, das natürlich, das mitzunehmen, so wie er sich verhält, das ist irgendwas, was ja viele Leute anstreben oder was ja total en vogue ist, gerade dieses zu Recht, einfach sich wenig Gedanken über die Zukunft oder über die Vergangenheit zu machen, sondern im Jetzt zu leben. Aber ich finde, dass Nick das auf so eine ganz besondere Art und Weise macht, nämlich ohne dass man das Gefühl hat, er hätte 20 Ratgeber dafür gelesen. Er lebt das einfach so. Und das fand ich beeindruckend und versuche ich mitzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Er macht, da hast du recht, wirklich einen ausgeglichenen Eindruck, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Du hast gerade gesagt, das ist natürlich gut, wenn die Rolle irgendwie gut gelaunt ist und man selber gut gelaunt ist. Gibt es vielleicht ein Ritual, wie du dich dann in diese Stimmung bringst? Sei es jetzt eine gute Stimmung, eine schlechte Stimmung oder kannst du es einfach so aus dem Kaltstart? Ich kann das natürlich aus dem Kaltstart. Nein, aber es ist immer hilfreich zu versuchen, nicht so viel privaten Ballast mit in die Arbeit zu nehmen. So, unterscheidet sich der Job als Schauspieler nicht von irgendwelchen anderen Jobs. Aber vielleicht es ist es erst recht als Schauspieler total wichtig, dass man so versucht, möglichst blank und leer und geerdet einfach irgendwie an die Arbeit ranzugehen. Und mir hilft da Musik ganz viel, dass ich wirklich für jede Figur immer eine Playlist habe und Ach, dann krass. bestimmte Musik höre, die mich an diese Figur erinnert oder die ich während der Vorbereitung gehört habe. Und dann triggert das was in mir sozusagen. Das würde mich jetzt interessieren. Nenn mal einen Song aus der Playlist, den du bei Nick gehört hast. Ich habe super viel Fabelhafte Welt der Amelie Soundtrack gehört. Ja. Ich weiß nicht, wie alt du bist, ob dir dieser Film noch was sagt. Ja, doch. da habe ich super viel so Musik gehört. Jetzt, aber ansonsten müsste ich mal gucken, was ich noch so. Nee, ich glaube, das war es so. Das und dann habe ich noch ruhige Klaviermusik mit ein bisschen Akkordeon im Hintergrund. Für mich Ja, war ich das glaube, immer das passt, ja. so eine leichte, ja, so eine schöne Melange irgendwie. Das ist für mich der Nick gewesen. Okay, um vielleicht ein Gegenstück mal zu haben, was hattest du in deiner Rolle in Pastewka gehört? Was würde er für eine Musik Bei hören? Pastewka habe ich, hab ich so Lo-Fi Beats, heißt das so? Ja, ne? So, wenn du Ja, so chillige Jazz so ein Beats bisschen mehr hast gechillt, ja. und Bässe dazu. Das hatte ich bei der Pastewka-Rolle. Ach krass, das ist aber Lustig. eine krasse Vorbereitung. Bist du da selber drauf gekommen oder Ich ist glaube, das das machen so viele Kollegen. allgemein eine Taktik? Ich habe das jetzt nirgendwo gelesen oder so, aber ich kenne das von anderen Kollegen auch, dass die das so machen. Aber ich hat sich selber so ergeben, dass ich halt in der Ach krass. Dass ich irgendwie, wenn ich ein Drehbuch lese oder das durcharbeite, eine bestimmte Musik höre oder dann auch einfach versuche, irgendwas so eben, so einen eigenen Soundtrack für die Figur, so wie der Film ja auch einen Soundtrack hat, sozusagen auch einen Soundtrack für die Figur zu finden, der irgendwie dem entspricht so. Ja, weil merkt Ja, man ja auch selber beim Musik hören, dass es irgendwas mit einem macht, ne? Ich meine, wenn du kannst irgendwie irgendwelche Housebeats oder was auch immer hören, oder irgendwelche Atzenmusik, um dich auf irgendeinen Partyabend mit deinen Jungs vorzubereiten, sozusagen, ja, und irgendwie Bock zu haben, rauszugehen. Oder du hörst irgendwie klassische Musik und kommst dir sehr gebildet vor oder was auch immer so, ja. Und das ist und so, das kann man natürlich gut dafür nutzen. Und es macht vor allem Spaß. So. krass. Eine besondere Sache war ja irgendwie auch bei dem Film, ja, wahrscheinlich während Corona gedreht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ist das? Ihr habt ja, ich sage mal Anführungszeichen, einen ganz normalen Alltag gedreht. Also normal im Bus fahren, auf eine Hausparty gehen, Sachen, die natürlich irgendwie normal sind, aber während Corona alles andere als normal war. Wie hat sich das angefühlt, wenn man dann diesen, ja, Alltag
diesen alten Alltag dargestellt hat. Ist das so ein bisschen Science Fiction dann gewesen? Es ist Science Fiction, dass alle Leute mit Maske rumlaufen. Ich finde, das ist immer noch Science Fiction. Ich meine, es ist ja gut, dass es so ist, und dass wir uns alle gegenseitig schützen. Aber ich finde, es war gar nicht so die besondere Normalität, dass man jetzt keine Maske auf hat und in einem Auto sitzt. Na klar, gibt es ja so eine Partyszene und dass dann da alle einfach ohne Maske rumlaufen, weil wir halt vorher getestet wurden und Ja, klar war, klar. dass wir negativ sind und deswegen so arbeiten können und ein Schutzkonzept haben. Ist es jetzt natürlich erstmal komisch, sowas zu erleben. Gleichzeitig kann ich das schon von anderen Drehs und war das dann gewohnt und finde es dann eher seltsam oder immer noch befremdend, weil die Zeiten haben sich ja nicht wirklich gebessert, dass das ganze Team immer die Masken auf hat, weißt du, und du siehst nicht die Kamerafrau lächeln oder du siehst nicht den Oberbeleuchter blöde reingucken oder sowas, ne? Du kriegst immer nur die Augen mit und hast das Gefühl, du lernst das Team gar nicht so kennen. Das ist irgendwas, worauf ich mich freue, wenn die Masken wieder wegkommen. So. Wenn man wieder den Leuten ehrlich ins Gesicht gucken kann. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, eines der letzten Projekte wahrscheinlich vor Corona war wahrscheinlich deine Rolle in Pastewka. Und wo ich sagen muss, ich habe wirklich aus meinem Bekannten, aus meinem Freundeskreis, gerade so in den letzten Monaten, unfassbar viele haben sich in Pastewka die Serie verliebt. Ich würde auch sagen, eine der Serien, die so die größte Fanbase hierzulande hat. Vielleicht eine kurze Frage dazu. Wie war das denn, eine Rolle in ja, Deutschlands vielleicht beliebtester Comedy-Serie zu bekommen? Hat man vielleicht auch Großartig. ein bisschen Druck so, weil es ist ja nicht so, nicht ohne, sage ich mal. Nee, Druck fand ich das gar nicht. So, Druck habe ich gar nicht empfunden. Also nicht mehr als bei einem anderen Projekt. Ich habe mich total gefreut, weil ich habe ja mit Matthias Matschke Professor T gedreht Ja. gehabt und daher kannten wir uns schon irgendwie ein paar Jahre. Und habe Pastewka natürlich auch irgendwie selber fleißig geguckt vorher, und kannte Bastian über die Wochenshow, also halt als Fan sozusagen noch Ja. so von ganz früher. Darauf habe ich mich total gefreut irgendwie. Aber ansonsten kannte ich von dem Team auch schon viele Leute durch andere Dreharbeiten in Köln. Und dann, dadurch war es eher so ein Gefühl von, also war das weniger eine Angst oder so, sondern eher eine große Vorfreude, da irgendwie mitmachen zu können. Und natürlich vor allem dann zu wissen, so, dass ja die letzte Staffel ist und ich mich da mit meiner, also alle, die es jetzt nicht gesehen haben, ich spoilere jetzt nicht, aber ich klinke mich da ja so richtig in die Familie ein, sagen wir es mal so, ne? Also Ja, so könnte man es wenn beschreiben, jetzt ja. irgendwie die noch eine Crowdfunding-Kampagne starten, um noch irgendwie Pastewka den Film oder sowas zu machen, dann Ja. muss ich da dabei sein. Das hat mich Du wirklich gefreut. hast dich schon mal abgesichert für Ich habe mich schon mal zukünftige abgehakt, das Projekte war da. gar nicht meine Idee, Ja. aber es war natürlich lustig, dann zu sagen, okay, hey Ja. Matthias, ich bin jetzt nochmal in einem anderen Verhältnis zu dir, nicht nur durch das, was wir vorher gemacht haben, sondern jetzt auch noch mit dem Pastewka-Projekt. Ja. Ja, perfekt. Kommen wir mal zurück auf Immer der Nase nach und zu deiner Figur. Was ich ja sehr interessant fand, es gibt da sehr außergewöhnliche Hobbys irgendwie deine Figur hat. Ich greife jetzt nicht zu viel vorweg, aber ich glaube, ein Hobby kann man nennen, so Schrottangeln in der Spree, was ich Ja. ziemlich interessant fand. Ich denke mal, du hast es vorher nicht gemacht. Ich habe das vorher nicht gemacht. Ich habe dann selber mal bei YouTube geguckt und gegoogelt, was ist das, was hat es damit auf sich, was ist das überhaupt? Und habe festgestellt, dass es da eine große Community gibt, die das macht. Und dachte so, das ist irgendwie, habe natürlich überlegt, warum macht das der Nick und was findet er daran spannend? Und es ist eigentlich vollkommen klar, das verbindet halt diese meditative Ruhe vom Angeln, die sehr gut zu Nick passt, gleichzeitig damit, dass man irgendwie keine Fische aus der Spree holt, Ja. sondern auch noch was Gutes für die Umwelt macht und auch noch dabei so kleine Schätze entdeckt. Also der Nick ist einer, der gerne Sachen repariert, der gerne hilft, der gerne irgendwie Dinge wieder gerade macht sozusagen. Und das passt nicht, und das tut er nicht nur eben mit der Tanja, die er kennenlernt, sondern das tut er eben auch mit den Sachen, die er da aus der Spree holt. Ja, fand ich ein interessantes Hobby auf jeden Fall. Und du hast es schon gesagt, wahrscheinlich ein Hobby, was uns gar nicht so ja, geläufig ist, aber schon irgendwie eine kleine Community aufgebaut hat. Und ich Ja. würde jetzt gerne mal dein Wissen testen, was das angeht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe, ich nenne es mal, verrückte Vereine gefunden, die es tatsächlich so in Deutschland gibt. Okay. Und dann habe ich noch welche erfunden. Und ich nenne jetzt drei Vereine und du musst mir dann sagen, welche von denen es wirklich real in Deutschland gibt, ja? Oder welche einfach komplett erfunden sind.
Holy, Fühlst du dich okay. gewappnet dafür? Schlecht, aber ja, probieren wir es. Okay, fangen wir mit dem ersten. Und zwar dem Deutschen Quidditch-Bund e.V., ein Verein, der eine fiktive Sportart aus den Harry Potter-Büchern Gibt es auf jeden hierzulande Fall. Gibt praktiziert. es auf jeden Fall. Stimmt, ja, Okay, gibt es auf weiter, jeden sorry. Fall. Er stellt sogar die deutsche Nationalmannschaft und hat 45, das ist so eine Art Dachverein, und hat 45 lokale Vereine unter sich. Und da war ich schon so, Wow. wow, das ist Okay. Guck mal, Gott groß. sei Dank habe ich jetzt irgendwie vorher gesagt, dass es das gibt, weil bei 45 Vereinen hätte ich gedacht, okay, nee, das ist ein bisschen viel. Ja. Aber ich habe das vorher schon mal gelesen, dass Leute sich getroffen haben Ja. oder versuchen, Quidditch nachzuspielen. Was natürlich, wenn man die Bücher gelesen hat, die Harry Potter Bücher, bekommt man ja selber Bock und denkt so, okay, ich will auch Ja. in den nächsten Quidditch-Verein irgendwie eintreten, auch wenn das irgendwie Ja, so Sinn macht. Aber ja. tatsächlich. Zweites. Und zwar der Verein heißt Raiders of the Lost Bus Stops e.V. Das ist ein Verein, der organisiert Reisen zu entlegenen Bushaltestellen, Häuschen in NRW und dekoriert die dann ganz verrückt um. Glaubst du, das gibt's oder das ist Quatsch? Wow, also wenn das Quatsch ist, dann hast du dir das ziemlich gut ausgedacht, so. Deswegen würde ich sagen, er dekoriert Bushaltestellen um, die er nicht mehr Also so. so. Also die halt so, ich sag mal, richtig JWD sind, also ganz weit weg und ja, verschönert die dann halt so ganz verrückt teilweise. Ich hoffe, dass es das gibt. Ja, ist leider falsch, habe ich mir leider Oh, damn, ausgedacht. okay, dann muss er das Aber gründen. Ich meine, ich das wäre glaube, das wäre echt eine coole großartig. Idee. Ja, ich melde schon mal Das ein wäre eine Patent extrem an. coole Idee. Und als drittes der Sensenverein Deutschland e.V., der auf seiner Website mit dem Spruch Renaissance der Sense wirbt. Und was der, Der bietet da ja, das Kurse könnte ich mir an. vorstellen. Ja, klar, irgendwelche Leute, die sagen, okay, keine Landmaschinen, sondern es ist gut für die Gräser, mit den Sensen rauszugehen. Und ja, okay, ich habe jetzt dreimal ja gesagt und lag einmal falsch. Ja. Okay, gibt es den Verein mit den Ja, den gibt es Sensen? tatsächlich. Und du hast auch direkt die richtige Erklärung mitgeliefert. Es geht nämlich auch darum, dass man irgendwie sagt, dass das ökologischer ist, weil man damit, glaube ich, die Insektenwelt oder so schont. Und das Das irgendwie kann, auch ja, ein bestimmt, bisschen wenn du mit Meditation diesen für die Sensen. Leute ist, mit der Sense zu arbeiten, ja. Okay, ja, Ja, aber cool. ich sag mal, 2 von 3 auf jeden Fall richtig beantwortet. Ich glaube, da Außerdem kann man stolz drauf sein. Raiders of the Lost Bus Stops ist schon eine ziemlich gute Erfindung, die du da Ja. gemacht Vielleicht hast. zu gut, um wahr zu sein. Ja. Wer weiß es. Okay, allerletzte Frage. Deine Figur hat so einen kleinen süßen Bus, mit dem er durch die Gegend fahren kann. Wenn du jetzt Ja. sofort losfahren müsstest, wohin würde es gehen und welcher Song sollte dazu im Radio laufen? Oh, schön. Ich glaube, ich würde bei Amelie bleiben und würde an die Atlantikküste nach Frankreich fahren. Das ist beides eine sehr gute Wahl. Alles klar, Helgi. Vielen Dank, dass du heute da warst. Hat Ich mega danke dir Spaß fürs gemacht. Interview. Cool. Finde ich auch total. Und wir alle können dich sehen am 26.08. um 20:15 Uhr im ZDF in Immer der Nase nach. Ich kann es nur empfehlen. Es ist ein großartiger Film. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir vielmals. Mach's gut. Ciao. Das war's schon mit dem Interview. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Helgi Schmidt fürs zu Gast sein. Immer der Nase nach seht ihr, wie gerade schon erwähnt, am 26. August um 20:15 Uhr im ZDF und sogar schon ab dem 19. August in der ZDF-Mediathek. Kann ich euch wirklich empfehlen, ist ein sehr guter Film. Das war's auch schon mit reingeschaut in dieser Woche. Wenn ihr nie wieder eine Folge verpassen wollt, dann abonniert am besten diesen Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.